Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mit einem Apple-Unboxing. Das neue iPhone ist da. Heute am Release-Tag, der 16. September 2022. Wir haben es beide gekauft. Patrick und ich. Meins kam heute in dieser schicken Verpackung an von UPS. Und du hast deins ja in dieser Direkt ohne Vorbestellung gekauft. edlen Tüte. Direkt gekauft Ohne. und Glück gehabt. Sehr gut, ja, echt Ja, volles auf jeden Glück. Fall. Weil die hatten nur das Lieder übrig. Nur noch das? Ja, nur Das das war dann, Lieder. das war Glück, das war für dich Ja. bestimmt. Und ich werde kurz die Kamera jetzt umstellen. Wir werden es dann hier auf dem Tisch unboxen mit guter Qualität, mit guter Sicht auf die ganzen Dinge. Das letzte Video von meinem iPhone 8 wird es heute hier sein. Es war mir eine große Ehre, es war eine Legende. Viele Captain Jack Sparrow-Filme wurden aufgezeichnet, viele Livestreams auf Twitch. Und die nächsten Videos, die ihr dann sehen werdet hier auf YouTube, sind vom neuen iPhone 14 Pro Max. Let's go. Los geht das große Unboxing. Wir haben hier die Royal Pirate Mail to Captain Phil somewhere in the Caribbean. Und es ist angekommen. Pünktlich. Dann schauen wir mal, wie wir das hier aufmachen. Können wir sie einfach aufziehen? Vermutlich nicht. Aber wir haben hier eine Lasche. Spannend. Oha. Weltklasse. Hier ist es, Leute. Ja, und dann muss ich auch nichts anderes machen. Genau, du hast es ja. Ja. Passend Schön. in der Tüte. Sehr, sehr gut. Und dann. Aber guck mal, das ist direkt schon von außen her. Hast du hier, sieht man direkt das Nein. Lila, ne? Man sieht es hier. Ja. Du hast sogar so einen Charger direkt geholt. Ne, ein Case. Ja, Schon okay, Clear ja, Case. Case. Weltklasse. MagSafe. Das habe ich tatsächlich auch. Also kein Case, aber ich habe so eine Folie für vorne drauf. Okay, dann machen wir das hier weg. Mehr ist hier nicht drin. Voll gut. So ist es von vorne. Vorderseite. Hier natürlich iPhone. Und hier natürlich die Rückseite. Genau. Hier auch. Hier ist ein Apple-Zeichen. Weltklasse. Meine, so sieht es beim Violettmodell aus. Auch nichts viel anderes, außer die Farbe. Und man sieht schon vorne, wenn du es auch mal hier hinhältst, nochmal, dass es, man sieht hier schon anhand der Verpackung, dass es anders ist, dass es das lila Modell ist. Weil hier oben ist bei dir lila, bei mir ist hier weiß, blau. Man sieht hier schon den Unterschied der Modelle. Interessant, dass das direkt von außen ersichtlich ist. Und jetzt würde ich sagen, öffnen wir das Ganze. Los geht's. Hier könnt ihr auch noch sehen, ich habe mir so eine Displayfolie noch geholt, direkt so ein Otterglas. Schutz geht vor. Eine Hülle muss ich mir tatsächlich noch holen, aber das kommt dann im Nachhinein. Ja, so ein bisschen ungewohnt zu öffnen, ein bisschen anders. Aber es ist geschickt, dass hier so zwei Schutzfolien unten und oben. Ja. So, jetzt seid ihr gespannt. Genau. Dann bin ich. Wir können so halten. Ja, So. genau, so Okay. halten. Und Bereit? ja, bereit. Los geht's. Wow. Nice. Krank. Die Brutal. Linse vor allem, die hat sich voll vergrößert hier. Die sind insgesamt die drei Linsen. Das ist, vor allem, wie die rausstehen. Brutal. Hier einmal das lilane Modell und hier das Also so schwarze. sehe ich kaum Unterschied, aber wenn ich das genau ansehe, also genau dann sieht man das schon ganz. Also schon Im epic Licht spiegelt im so, Licht, ja. da sieht man es ja. Hey, krank. Etwas. Ah, nein, ich hatte ja Wow. das iPhone 8 und der Größenunterschied hier. Junger Vater. Boah. Es ist schon so ein Mass es ist richtig massiv. Hier vorne noch mit so einer Ja, Schutzfolie sogar wie drauf. ein Block, kann man sagen. Das stellt mir auch, wie schwer es ist. Oder? Ich will mal kurz drauf hier drauf vorne schauen. Apple, ja. Hier sind eben die ganzen Hinweise. Krass. Und hier, es hat sogar noch mit SIM-Karten-Slot. Da haben sie ja schon SIM-Karte. überlegt, ob sie das rausmachen. Die Amis haben das Ist nicht. in, in, bei, bei den Ja. Amis, ja. Und wir sagen, ziehen wir das ab. So, jetzt bin ich gespannt. Boah, es fühlt sich so gut an. Smooth. Sehr, sehr klar. Mit Ladekabel natürlich ganz Auf wichtig. jeden Fall, ja, Ladekabel muss sein.
Essentiell. Oh, heftig. Boah. Das ist einfach ein Mods-Ding. Das ist trotzdem bequem, also trotzdem bequem. Also sowas auf sowas. Ich finde es vor allem gut, dass sie da wieder so langsam zurückgegangen sind zum Altmodell. So dieses, ja, zum iPhone 4. Ja, also zum iPhone 4, dieses Blockartige, das nicht mehr so rund und flach ist und so, sondern wieder dieses etwas massivere. Das kantigere halt. Design haben, ja. Seit iPhone 12. Okay, drücken wir 3, 2, 1. Ja. Oh, nice. Aber schon hier, guck mal, deins ist direkt lila. Mhm. Ja, und meins ist schwarz. So wie ja, in allen Werbungen. So, das war unser iPhone-Unboxing. Ihr habt schon mal den Startbildschirm gesehen. Ich habe mal versucht, zwischendurch noch ein bisschen Details aufzunehmen von dem Ganzen. Und ich habe auch neben das normale, also neben das neue iPhone, auch mal meine ganz alten Modelle hier gelegt, wie das iPhone 5S. Und mein allererstes iPhone, das. Sieht denn bitte? Das allererste iPhone, das 4S. Das war wirklich. Das ist, am Ende, ich hatte es wirklich jahrelang und irgendwann ist dann Schrott gegangen. Ich weiß, ich bin mir mal runtergefallen auf den Kiesboden und so. Es war vollkommen Schrott. Man sieht es hier, klar. Und irgendwann haben sich auch unten die Schrauben gelöst, die da dran waren. Die waren irgendwann mal einfach draußen. Was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass man es aufklappen konnte. Es musste mit Tesa befestigt werden. Es war wirklich Schrott. Und oh, mittlerweile so. Geht es gar nicht mehr, geht auch gar nicht mehr an. Ich habe es versucht zu laden, genauso wie auch das iPhone 5S habe ich jetzt auch nochmal versucht zu laden, einfach nochmal, um so einen Vergleich eigentlich zu machen, aber es geht nicht mehr, kriegst nicht mehr an. Es hat, glaube ich, 7-8 Stunden hing das am Ladegerät und ja, geht halt gar nichts mehr. Das ist komplett down. Genau. Ja, nicht mehr zu retten. Überhaupt nicht mehr. Das war jetzt so der erste Eindruck vom iPhone 14 Pro Max, einmal in lila, einmal in schwarz. Wir werden das ein bisschen ausprobieren. Und die nächsten Videos, die ihr hier sehen werdet, kommen alle natürlich vom neuen iPhone. Ich versuche auch in dieses Video hier noch in den Anschluss an das, was wir sagen, nochmal ein paar erste kurze Clips vom neuen iPhone zu machen und ein paar Bilder im Vergleich zum iPhone 8, das ich aktuell habe. Ich melde mich doch nochmal spontan zurück, oder wir melden uns nochmal spontan zurück. Die Videoaufnahme, die ihr jetzt seht, ist nicht mehr von dem iPhone 8, sondern das ist eine Videoaufnahme vom iPhone 14 Pro Max, von meinem Weltklasse. Was ist denn deine erste Meinung zum, also zum iPhone? Ich bin echt gehypt. Also ja. Es hat auch mehr Funktionen, als ich mir erwartet habe. Also läuft flüssiger durch die 150 FPS heftig. Rate. Und ja, was hast du jetzt nur? Du, klasse. Bilder, finde ich, macht das auch richtig kann gut. Man scharfe Bilder, wir sind jetzt schon mal völlig die Wohnung gerannt. Es gibt ja auch so einen Nicht-Wackeleffekt. Action Mode heißt es ja. Action Mode, genau. Viel Spaß. Ciao, ciao, euer Captain. Werden auch bereits ein iPhone 14 Pro Max Super Plus oder was sonstiges habt, könnt ihr auch dazu Ultra. Berichten. Schreibt in die Kommentare runter, was ihr für Eindrücke habt. Ja. Ab in die Kommentare damit. Und unten, genau, abonnieren drücken. Ja.